Und vor dem Filmfilm will ich Ihnen auch gleich noch sagen, wie es danach weitergeht. Mit einem Spielfilm über die historische Schlacht jugoslawischer Partisanen im Jahr 1943. Und Tito selbst soll geäußert haben, dass dieser Film den historischen Ereignissen schon sehr nahe kommt. Es lebe Tito! Es lebe Tito! Wir haben jetzt endlich einmal die Chance, mit diesem ganzen Partisanen-Zinnober aufzuräumen. Sie denken an eine Invasion, Herr General. Wir müssen unbedingt versuchen, mit diesen Brüdern hier Schluss zu machen. Dann ist der ganze Balkan fest in deutscher Hand und die Alliierten werden sich ihre Invasionen schwer überlegen müssen. Die Partisanen kämpfen um ihr Leben und um ihr Land. Wir sind über sie hergefallen. Die Schlacht an der Neretva. Stimmt dich! Heute, 22.15 Uhr in Sat.1. Die Entscheidung wird heute wahrscheinlich nicht mehr zu erzwingen sein, aber spätestens morgen früh breche ich durch. Und spätestens jetzt kommen wir zu unserem Filmfilm. Das fliegende Auge ist der Titel und die Bezeichnung für einen hochmodernen und fast lautlosen Überwachungshubschrauber. Offiziell wird er zur Verbrechensbekämpfung in Los Angeles eingesetzt. Testpilot Frank Murphy wird aber bald schon feststellen, dass er vom Jäger zum Gejagten geworden ist. Roy Scheider spielt die Hauptrolle. Regie führte der Hollywood-Spezialist für Action und Special Effects John Badham. Schauplatz des nun folgenden Spielfilmes ist Jugoslawien im Jahre 1943. Titos Partisanenarmee ist umzingelt von Deutschen und Italienern und hat außerdem noch gegen Kollaborateure zu kämpfen. Es gibt nur eine einzige Chance, zu entkommen. Die Schlacht an der Neretva wurde an Originalschauplätzen gedreht und erstklassig besetzt mit Kurt Jürgens, Yul Brynner, Hardy Krüger, Franco Nero und Orson Welles. Ein Hinweis noch: unser nachfolgendes Programm wird sich um ca. 10 bis 15 Minuten verzögern.